Was war die Motivation, eine solche Klimakonferenz durchzuführen? Und was sind die Zielsetzungen? Wieso findet eure Veranstaltungsreihe zur selben Zeit statt wie die UN-Klimakonferenz in Ägypten? Unter dem gleichen Titel, was war der Gedanke? Ja, was war der Gedanke? Das war eigentlich schon am Anfang des Jahres, als wir überlegt haben, was machen wir denn dieses Jahr an Veranstaltungen? Und das war also bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, bevor die Energiekrise, wie wir sie jetzt haben, ein Thema war, war uns aber schon klar, dass wir hier was machen wollen. Und weil ich zeig mal da auf diese Uhr, es sind jetzt also noch 6 Jahre, 257 Tage, die uns verbleiben, um unsere Klimagase so weit zu reduzieren, um dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und ja, die Uhr tickt und es ist zu beobachten, dass halt recht wenig hier in unserer Kommune deswegen unternommen wird. Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir irgendwie Bewusstsein erwecken. Und dann machen wir das doch einfach am Ende des Jahres. Einfach so lange brauchen wir Zeit, um das vorzubereiten. Und außerdem ist da die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Und wir sind sozusagen Trittbrettfahrer. Und nutzen diese Medienaufmerksamkeit und machen das dann hier bei uns. Aber das Ziel ist natürlich eben das, was da so global verhandelt wird und was so über uns allen schwebt und so schwer auch zu greifen ist, hier auf die lokale Ebene zu bringen. Und es ist ja auch so, das wird hier immer lauter, es gibt gleich eine Rückkopplung, dass wir im Hinblick auf dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich schon zu spät sind. Denn hier in Hessen haben wir ja schon Durchschnittstemperaturen von 1,6 Grad Überschreitung inzwischen. Das heißt also, gerade hier muss da auch ganz viel passieren. Und ja, das ist das, was wir dann jetzt hier in den 2 Wochen machen wollen, Bewusstsein erwecken und das Thema auch darauf lenken, dass hier von vielen was gemacht werden muss. Es gibt also die Klimacamper, die dann jetzt von Ort zu Ort fahren werden und dort vor allen Dingen die Privatinitiativen, die es da gibt, also energetische Sanierung von Häusern, Wärmepumpen und so weiter, vorstellen werden. Das wird man dann, interessierte Bürger werden sich das angucken können und Fragen der Bürger werden dort beantwortet werden. Aber es gibt eben auch die andere Seite, das ist die Kommune. Und da hoffen wir, dass jetzt eigentlich, dass so ein bisschen so ein Anstoß ist, dass da mehr passiert. Also bisher war das immer so ein bisschen so eins dieser Themen, die ja so gleich neben anderen stehen. Also so ein Kann-Thema. Klimaschutz ist, ja, ist vielleicht eine Modeerscheinung oder sowas. Brauchen wir nächstes Jahr nicht mehr drüber reden oder so. Aber es ist halt drängend und das, ja. Also von Seiten der Politik sollte schon aktiver gehandelt da mehr werden. Kommen. Ja. Also eigentlich wäre es ja zu erwarten, dass so eine Klimakonferenz hier von offizieller Seite abgehalten wird. Es müsste eigentlich jetzt hier so ein Notfallkomitee tagen, das jetzt also Notfallpläne entwirft, um diese Dinge, die ja kaum noch zu schaffen sind, irgendwie auf den Weg zu bringen. Ja. Vielen Dank, Peter. Von Rainer Theis würde ich gerne noch wissen, warum radelt ihr im November bei jedem Wetter durch die Ortsteile und übernachtet sogar draußen? Ja, ich habe vorhin erfahren, dass wir einen Kooperationspartner haben in Ägypten und der hat leider nicht auf uns gehört. Der hat seinen Termin nicht verschoben und deshalb sind wir halt bei dem 6. bis 19. November geblieben. Das Problem war, ja, die haben einfach nicht auf uns gehört. Uns wäre es auch lieber gewesen, früher das Ganze zu machen. Aber wichtiger ist eigentlich, dass wir das machen und auch in der Richtung, dass wir halt in die Ortsteile gehen, um vor Ort mit allen Leuten direkt
zu reden, was kann gemacht werden in der privaten Energiewende, die sehr viele Leute für sich schon angegangen sind und auch viele schon gemacht haben. Wir übernachten in den Ortsteilen, damit wir rund um die Uhr zur Verfügung stehen, für Informationen und für Gespräche, aber zum anderen halt auch, um zu helfen bei einem Informationsaustausch von Nachbar zu Nachbar. Aus dem Grund machen wir halt auch die Exkursionen zu den Leuten in den Ortsteilen, wo der Taunussteiner Bürger seinem Nachbarn zeigen kann, was möglich ist, was er vielleicht schon gemacht hat, um dem Nachbarn zu zeigen, es ist sehr oft gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Das ist unsere Hauptinitiative, weshalb wir in die Ortsteile gehen, um einfach dort dafür zu sorgen, dass Taunussteiner Bürger anderen Taunussteinern Informationen und Hilfe und so weiter anbieten und so dazu kommen, dass wir in den Ortsteilen zu vielleicht kleinen Gruppen führen, die irgendwann dann später aktiv werden und sich gegenseitig unterstützen. Danke, Rainer. Egal wie kalt es ist. Von Dr. Roswitha Kant wollte ich gerne wissen, wie wir wissen sehr viel über den Klimawandel und das Artensterben, aber wir tun viel zu wenig. Wie sind Sie diesem Widerspruch zwischen Wissen und Nichthandeln begegnet? Oder wie gehen Sie damit um? Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz großes Problem in der Nachhaltigkeitsszene, dass wir im Grunde sehr viel wissen. Das hat eigentlich angefangen für mich und für viele andere. Vor 50 Jahren, 1972, brachte der Club of Rome diesen Bestseller heraus, die Grenzen des Wachstums. Wir waren mitten im Wirtschaftswachstum. Jeder hat ein Auto, die Fernseher wurden gekauft und so weiter. Und da kommt eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die sagen, Moment mal, Leute, dieser Planet hat Grenzen. Er ist begrenzt. Und seitdem, darauf hat sich dann die Naturwissenschaft gestürzt und wir haben eine wunderbare Forschungslage. Das Problem ist nur, dieses Wissen unter die Leute zu bringen. Ich denke, in der heutigen Zeit wissen sehr viele über das Fernsehen und so weiter, über Dokumentationen, was es damit auf sich hat. Und es geht dann immer so ein leichtes Erschrecken durch die Zuhörer. Und dann kommt aber schon wieder die nächste Information. Also es geht so ein bisschen an den Leuten vorbei und sie sind ja auch alle sehr beschäftigt und so weiter. Und unsere Idee war, wir wollen jetzt analog hier in Taunusstein die Sache sichtbar machen. Wo merken wir hier in Taunusstein schon den Klimawandel? Dazu gibt es Waldbegehungen. Wo gibt es schon Initiativen zum Klimaschutz? Das ist das, was Rainer Theis eben auch nochmal angesprochen hat, vor Ort, um auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann haben wir uns noch ein paar andere Formate ausgesucht. Sie haben es auch schon erwähnt. Es kommt Jan Hegenberg, der im Sommer ein Buch herausgegeben hat mit dem sehr provokativen Titel Weltuntergang findet nicht statt. Und er erklärt da sehr allgemein verständlich und anschaulich und witzig oft, was es mit der Klimawende auf sich hat und vor allem, dass diese Energiewende, die wir anstreben, schaffbar ist und übrigens auch profitabel. Also er hat unglaublich interessante Thesen, über die man auch streiten kann, aber er bringt da Wind in diese ganze Sache. Das andere ist dieses Weltspiel, was Sie auch schon erwähnt haben. Da wollen wir spielerisch versuchen zu begreifen, wie groß die Welt ist. Wir haben eine riesen Landkarte, die Urta uns angeschafft hat, wo man einfach mal sieht, wie groß diese Kontinente sind. Und wir werden dann mit den Teilnehmern erarbeiten, wo jetzt diese 8 Milliarden Leute wohnen, wo das Geld sitzt und wo die Klimagase ausgestoßen werden. Und im Endeffekt wird man ein Stück weit näher begreifen, wenn man das macht. Huch, das ist ja wirklich ein riesiges Problem, das wir ernst nehmen müssen. Wollen Sie jetzt die Frage stellen? Das hört sich nach einer riesigen Herausforderung an. Ja, aber es gibt eine wirklich frohmachende Botschaft. Probleme sind lösbar.
Ja, dafür gibt es drei Gründe, die ich Ihnen nennen will. Die Potenziale liegen in uns allen. Der erste Grund, wir Menschen sind alle mit Vernunft begabt. Alle. Kleine, große, junge, alte. Das muss man kultivieren. Und von daher sind wir von Natur aus eigentlich Problemlöser. Beispiel. Sie haben Ihren Hausschlüssel verlegt. Damit haben Sie ein Problem. Was machen Sie? Sie fangen an zu suchen. War der in der Manteltasche? War der im Keller? Habe ich den vielleicht im Bad hingelegt? Liegt der in der Küche? Irgendwann finden Sie Ihren Hausschlüssel und haben das Problem gelöst. Und das ist genau die Art und Weise, wie Wissenschaftler vorgehen. Die haben auch Probleme und die lösen sie. Dauert meistens ein bisschen länger. Und genauso ist es in der Technik. Das war der erste Grund. Wir haben Vernunft und wir können Probleme lösen. Super. Wir müssen nur anfangen. Der zweite Grund ist der, wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem großen Planeten, die frei sind, eigene Entscheidungen zu treffen über Ziele, die sie verfolgen wollen. Wir können etwas neu anfangen. Das ist in der Natur, die naturgesetzlich kausal geregelt ist, nirgendwo sonst der Fall. Wir können das. Der Biber baut immer Dämme. Die Biene wird immer Honig produzieren. Aber wir können von heute auf morgen entscheiden, ich will mich zum Beispiel für eine lebensdienlichere Umwelt einsetzen. Und wir alle, die wir sitzen, wir haben dieses Ziel. Wir wollen uns für diese lebensdienliche Wende einsetzen. Wir sind alle frei und übernehmen auch diese Verantwortung. Jeder von Ihnen kann das. Sie entscheiden, Sie treffen die Entscheidung, wofür Sie Ihr Leben einsetzen und was sinnvoll ist. Und ich glaube, die Energie, die wir hatten jetzt in dieser Zeit, wir sind 5 Personen, die dieses Riesenprojekt gestemmt haben, die kommt, glaube ich, auch daher, dass wir das sinnvoll finden. Wir finden das wirklich sinnvoll. Und das dritte Argument, warum wir das schaffen können, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Wir sind die Einzigen auf dieser Welt, die Schönheit sehen können, wahrnehmen können. Nicht nur das Schöne in der Kunst, sondern insbesondere das Schöne in der Natur. Die Natur ist von einem unendlichen Reichtum, was Schönheit betrifft, von einer unendlichen Vielfalt. Das können wir alle wahrnehmen, wenn Sie jetzt in den Wald gehen, der sich wieder verändert und. Wenn Sie die spektakulären Sonnenuntergänge hier in Taunusstein sehen, es ist wunderbar. Und das, was jetzt wirklich ganz entscheidend ist, ist, wenn Sie mal genau hinhören, was passiert mit Ihnen, wenn Sie etwas Schönes sehen? Sie verwandeln sich. Sie werden plötzlich angezogen von dieser Schönheit. Es ist eine innere Erfüllung. Und Sie wollen dieses Schöne schützen. Sie wollen es auf keinen Fall zerstören. Und das ist das, was uns fehlt, das Naturschöne zu sehen und zu schützen. Und das ist nicht nur die Quelle für Kunst, sondern auch die Triebfeder eigentlich für Klimaschutz. Und wir haben dann eine Veranstaltung, Sie haben sie auch schon erwähnt, um das Wasser. Annette Keitz kann also zeigen mit kleinen Experimenten, wie zauberhaft, vielgestaltig und vor allem wandlungsfähig Wasser ist. Und sie gewinnen einen neuen Zugang zu diesem Wasser, exemplarisch jetzt dafür. Ja, das waren so unsere Überlegungen, wie wir mit praktischen Erfahrungen und mit Geschichten des Gelingens, des guter Praxis mehr Leute mitnehmen wollen, nachhaltig zu leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Rosita. Georg Reichert, wie ist eigentlich die Situation in Taunusstein bezüglich des Wassers? Trinkwasser im Speziellen. Was tut die Stadt für die Bürger, um zukünftige Wassernotstände, siehe Wasserampel, zu verbessern oder gar zu vermeiden? Regenwasser, Hochwasser, versiegelte Flächen, spielt das eine Rolle im lokalen Klimaschutz? Tja, hallo. Das tut es. Das spielt eine gigantisch große Rolle. Wasser. Wasser ist Leben.
Ohne Wasser kein Leben. Auf der Erde gibt es ungefähr 1,4 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist viel, das ist sehr, sehr viel. Allerdings sind nur 2,5% davon Trinkwasser. Das andere ist Meerwasser, Salzwasser. Von diesen 2,5% stehen uns Menschen und allen Lebewesen auf der ganzen Welt lediglich 0,3% zur Verfügung. Mehr ist es nicht. 0,3%. Dieses Trinkwasser, diese 0,3%, die werden zu etwa 12% von den Privathaushalten genutzt, etwa 19% von der Industrie und der Energieproduktion, 69% etwa verbraucht die Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Fleischproduktion, Tierhaltung und so weiter. Das sind allgemeine Zahlen. Heruntergebrochen auf Taunusstein gilt es hier natürlich auch, die Wassersituation vor Ort zu betrachten. Wir haben hierzu insgesamt zwei Vorträge von dem hiesigen städtischen Wassermeister, der uns etwas über die Trinkwassersituation im Allgemeinen, aber auch speziell hier in Taunusstein erzählen wird. Es geht am Ende darum, um das Bewusstsein. Das Bewusstsein bei jedermann für den Umgang mit der Ressource Wasser zu wecken und zu sensibilisieren. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Denn Wasser verschwindet zwar nicht. Wasser ist in einem Kreislauf gebunden und erneuert sich immer wieder. Das heißt, es verschwindet, es wird nicht mehr, es wird nicht weniger. Aber die Tendenz ist doch dahin, dass Wasser, Trinkwasser immer mehr verschmutzt wird. Immer weniger Trinkwasser steht uns zur Verfügung. Und wir müssen dahin kommen, zu einem Punkt kommen, das versuchen wir, da versuchen wir ein bisschen was aufzuzeigen, dass wir diese wichtige Ressource, ich habe es eingangs schon gesagt, ohne Wasser gibt es kein Leben, dass wir dahin kommen, um da sinnvoll mit Trinkwasser umzugehen. Der Herr Uwe Hartmann-Zent, das ist der hiesige Wassermeister von den Stadtwerken Taunusstein, der wird uns hier einiges in zwei Beiträgen, die er bringt, über das Wasser hier vor Ort erzählen. Wie sieht es denn aus mit dem Regenwasser? Wie sieht das aus mit dem Regenwasser? Ja, Regenwasser, das ist ein anderer Punkt. Natürlich Regenwasser, das ja auch vielfach einfach gesammelt wird, geht ins Abwasser rein, weg damit und fertig. Man sollte doch auch hier vor Ort in Taunusstein mal zusehen, die Politik überlegen, ob wir nicht mehr Regenwasser aufsammelt, auffängt in Form von Zisternen, private Zisternen, öffentliche Zisternen. Zum Teil wird es schon gemacht, in Neubaugebieten wird es geplant und auch schon umgesetzt. Aber wir haben ja einen hohen Bestand hier an Altbauten, an Bestandsbauten. Und ich denke, da kann man viel, viel machen, da kann man viel, viel erreichen. Und unsere Bitte an die Politik wäre, darüber doch mal nachzudenken und eventuell auch Förderprogramme für Privatleute aufzulegen, damit diese Regenwasser sammeln und nicht einfach über versiegelte Flächen weglaufen lassen, auch versiegelte Flächen entsiegeln. Siehe diese wunderbaren Steingärten, die man heute überall findet. Das ist ein ganz fantastisches Beispiel. Ja, das sind tote Flächen. Wasser wird da, kann da keins versickern. Wir haben alle, das weiß jeder, ein Riesenproblem mit unserem Grundwasser, mit Trinkwasser. Wir hatten dieses Jahr die Wasserampel, hier wurde schon angesprochen, die stand über Wochen, ich glaube insgesamt waren es 2 Monate oder so, hier in Taunusstein auf Rot. Das heißt, die Wasserspeicher, die die Stadt hat, sind innerhalb oder weniger als in einem Tag leer gelaufen. Das war so.
Wir standen kurz vor dem sogenannten Wassernotstand. Dann wäre Wasser rationiert worden. Wir müssen also zu einem Punkt kommen, dass wir sinnvoller mit dieser Ressource umgehen. Und da wollen wir die Stadt und auch die Bürger, jeden einzelnen Bürger, sensibilisieren. Abwasser? Thema Abwasser? Thema Abwasser, ja, okay. Auch da gibt es noch einiges zu sagen. Abwasser. Mag keiner. Klar, man setzt sich auf die Toilette, spült auf den, drückt auf den Knopf, weg damit, Duschwasser fließt ab, Waschmaschine, alles ins Abwasserrohr. Das wird in großen Rohren gesammelt und geht zur Kläranlage. Was damit passiert, interessiert im Grunde niemanden. Hauptsache weg. Ein großes Tabuthema. Es gibt allerdings Techniken und Verfahren, die es ermöglichen, auch Abwasser zumindest zum Teil nutzbar zu machen. Auch hierzu haben wir einen Vortrag im Laufe dieser 14 Tage, das wird in der zweiten Woche sein, haben wir einen Abwasserexperten hier, einen Professor von der TH Darmstadt, der da ja, weltweit, kann man sagen, führend ist und schon einige Projekte in Fernost diesbezüglich umgesetzt hat. Man kann Teile des Schmutzwassers, das ist eine technische Geschichte, man muss hardwaremäßig schon Vorkehrungen treffen, zum Beispiel über Zweirohrsysteme und Dreirohrsysteme im Haus und auch bei dem Abwassersammeln, aber es ist möglich. Auch da müssen wir uns mal überlegen für die Zukunft, das ist in Deutschland, ist das vollkommen unbekannt. Hier in Deutschland wird das überhaupt nicht gemacht. Und auch da müssen wir mal überlegen, inwieweit wir diese Ressource Abwasser nutzen. Man kann Abwasser dahingehend reinigen, dass man sogenanntes Grauwasser bekommt. Das reicht, um Pflanzen zu gießen, um Felder zu bewässern und so weiter. Das ist eine tolle Geschichte, eine fantastische Geschichte, wie ich finde. Und wir sollten den Leuten Gehör schenken, zuhören und gucken, was ist hier umsetzbar. Es ist jede Menge machbar. Die Frau Kant hat es schon erwähnt, das ist toll, was erreichbar ist, wenn man denn nur will. Danke. Herzlichen Dank. Ja, jetzt Frage, Hans Werner. Es gibt in den zwei Wochen jede Menge Informationen und Austausch über den Klimawandel und wie man ihm begegnen kann. Zum Beispiel über Energiesparen und mit erneuerbaren Energien. Es gibt aber auch Veranstaltungen, die sich mit dem Streben nach Glück beschäftigen und mit unserer spirituellen Ausrichtung. Und es gibt jeden Tag eine Morgenmeditation. Was genau? Die Frage, was natürlich die Frage, was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Ja, was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Wir haben jetzt gerade gehört, dass wir noch sehr viel machen können. Das ist in der Tat so. Wenn wir uns die ökologischen Krisen in der Welt angucken, den Klimawandel, aber auch das Artensterben, es gibt noch weitere, dann stellen wir fest, dass wir diesen Herausforderungen nicht ansatzweise gerecht werden. Wir verdrängen, wir verschieben, wir verniedlichen und das alles, obwohl wir wissen, dass es uns buchstäblich an den Kragen geht. Das heißt, wir wissen es und lassen von unserem zerstörerischen Handeln trotzdem nicht ab. Und das ist eine bemerkenswerte Tatsache. Und man kann das eigentlich nur so erklären, dass wir alle unter einem, ich würde mal sagen, kollektiven, kognitiven Verzerrungen leiden. Jetzt wird dieses Phänomen von verschiedenen Leuten unterschiedlich beschrieben. Mein wesentlicher Punkt bei dieser kognitiven Verzerrung ist, dass wir die
die Wahrnehmung der Welt, also so wie wir uns in der Welt wahrnehmen, dass das einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie wir damit umgehen. Und Menschen haben in der Regel die Eigenschaft, dass sie sich als etwas ganz Besonderes, als eine Singularität im Weltraum, in dem Universum, auf der Welt vorstellen. Und das ist eine Illusion. Also die sowohl spirituelle Erfahrung als auch wissenschaftliche Erkenntnis zeigt das heute ganz klar, dass diese Illusion mit der Realität relativ wenig zu tun hat. Und deswegen, weil wir eigentlich wissen, dass das eine Illusion ist, dass dieses Ich, was unabhängig und unveränderlich ist, dass das so nicht wirklich so ist. Deswegen führen wir alle möglichen Kämpfe durch. Und diese Kämpfe, die wir da durchführen, die führen in der äußeren Welt natürlich zu Konkurrenzkampf, zu Abgrenzung, zu verschiedenen Problemen. Und das ist ein Problem, was wir ansprechen. Ist es nicht etwas übertrieben oder sagen wir nur verständlich für einen, der sich bereits mit diesem Erkenntnisweg beschäftigt hat? Es gibt nicht nur spirituell interessierte Menschen, die erkennen, dass dieses verängstigte Ego einen ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, auf die Art und Weise, wie wir uns die Welt einrichten. Ein willkürliches Beispiel will ich jetzt mal nennen, das ist die Gier. Die wurde früher eben als negative Charaktereigenschaft eingestuft. In der heutigen Zeit ist es ein wesentlicher Teil unserer Wirtschaft. Die Rendite, dieser Begriff aus der Finanzwirtschaft, ist im Prinzip nichts anderes als die institutionalisierte Form von Gier, sozusagen die Aufforderung zur Gier. Und jetzt haben wir das alles so verinnerlicht, dass wir letztendlich uns auch ein anderes Gesellschaftssystem, eine andere Wirtschaft gar nicht vorstellen können. Und trotzdem ist es natürlich sinnvoll, wenn wir mal drüber nachdenken, welche Alternativen es dazu gäbe. Und das ist etwas, wo wir eben auch darauf hinweisen wollen. Sind wir als Menschen nicht per se Natur? Wir sind ja keine Roboter. Sagen wir, unsere einzigartige Fähigkeit zu denken, haben wir nicht der Natur gemäß eingesetzt, sondern wir widersetzen uns unnatürlicherweise der Natur. Der Grund, warum wir nicht naturkonform, naturverträglich handeln, hängt ja damit zusammen, ich habe das gerade gesagt, dass wir uns gar nicht als Teil der Natur fühlen. Und wenn wir uns nicht als Teil der Natur fühlen, dann sind wir, nicht in der Realität, weil die Realität ist die, dass es eine Verbindung gibt von sozusagen allen, nicht nur allen Wesen, sondern unser ganzes Universum ist im Austausch. Und das lässt sich auch naturwissenschaftlich heute schon zeigen, dass es diese Verbundenheit letztendlich mit allem gibt. Wenn wir das nicht wahrnehmen wollen, dann betreiben wir eine Realitätsverweigerung. Und Realitätsverweigerung führt letztendlich nie zu irgendeinem vernünftigen Ziel. Eine wirklich angemessene Antwort darauf, auf diese ganze Problematik wäre, dass unser Handeln mehr von Mitgefühl geleitet wäre und vielleicht auch einen Schuss Demut hätte oder so. Aber solche Begriffe Mitgefühl und Demut, die sind heute nicht, stehen nicht sehr hoch im Kurs. Wenn man sowas vor sich trägt, dann wird man entweder verunglimpft oder lächerlich gemacht. Aber sie sind ja ein Teil der Realitätsbeschreibung. Und weil wir das so wichtig finden und weil wir das wieder unserer Meinung nach wieder lernen müssen oder lernen sollten, aus dem Grund beginnen wir jeden Tag mit einer Morgenmeditation. Und aus diesem Grund geht heute auch unsere Veranstaltung mit einem Beitrag zu Ende,
der die geistigen Aspekte unserer ökologischen Krise ein bisschen beleuchtet. Dazu wollen wir Sie gleich einladen. Danke.